Ein Berg, der so unbekannt ist, dass er kaum in der gängigen Literatur der großen oder berühmten Berge der Welt auftaucht. Und gleichzeitig ist aber er tatsächlich einer der wichtigsten Berge der Welt. Unbekannt, aber wichtig? Wie kommt das zusammen? Das klären wir heute in Berge im Porträt. In Zentralasien steht ein Berg, dessen Name im Deutschen das kostbare Schneejuwel bedeutet. Damit ist aber natürlich noch nicht sicher, von welchem Berg wir überhaupt reden. Konkret geht es heute um den Kailash, im internationalen Sprachgebrauch auch Mount Kailash genannt. Er steht im Herzen Asiens, im berühmtesten Hochland der Welt, nämlich in Tibet. Und da Tibet groß ist, sollte man hier vielleicht klarstellen, dass er sich sehr, sehr weit im Westen, nahe des Dreiländerecks von Tibet, Nepal und Indien befindet. Doch was ist eigentlich der Kailash? Der Kailash ist 6638 Meter hoch und gehört damit zu den höheren Bergen Tibets, aber bei weitem nicht zu den höchsten im Himalaya-Gebirge. Tatsächlich steht er aber offiziell auch gar nicht im Himalaya, sondern im Gangdi-See-Gebirge, welches Teil des sogenannten Trans-Himalayas ist. Trotzdem sticht der Kailash in seinem Umfeld jedenfalls heraus und das nicht nur aufgrund seiner Höhe. Auch seine Form ist ziemlich besonders. Er hat äußerst steile Flanken und Wände und das in jede Himmelsrichtung. Auch seine Grate laden nicht dazu ein, einfach mal schnell wandern zu gehen. Durch seine flache Kuppel, die letztlich einen großen plateauartigen Grat formt, sieht er aber letztlich von unten aus wie ein Edelstein. Und seine Form und die daraus entstehende Optik spielen abseits des netten Ansehens noch eine viel wichtigere Rolle. Aber dazu gleich nochmal mehr. Der Kailash ist nämlich auch aus anderen Perspektiven betrachtet ein spannender Berg. Schauen wir uns deshalb Hinduismus und Buddhismus kurz an. Denn diese beiden Religionen haben etwas gemeinsam, nämlich dass sie beide den Kailash als Berg Meru anerkennen. Berg Meru heißt im Prinzip nichts anderes, als dass dieser Berg das Zentrum des Universums darstellen soll und der Wohnsitz von Göttern und Schutzgottheiten sei. Für die Hinduisten und Buddhisten ist dieser Berg also unfassbar wichtig. So wichtig, dass beide großen Religionen in ihrer strengeren Auslegung ein großes Ziel haben, die Umrundung des Kailash, nämlich 108 Mal. Und das übrigens auch nicht irgendwie. Dabei werfen sich die Gläubigen auf den Boden und robben ein Stück nach vorn. Danach stehen sie wieder auf, werfen sich wieder in den Staub und wiederholen die Sache. So oft, bis sie die über 50 Kilometer lange Strecke um den Berg hinter sich gebracht haben. Und das dauert, denn mit dieser doch eher ungemütlichen und langsamen Fortbewegungsmethode sind die Pilger mindestens 2 Wochen nonstop unterwegs. Und während die Hindus, die Buddhisten und Jainas den Berg im Uhrzeigersinn umrunden, tut es eine kleine Gruppe gegen den Uhrzeigersinn, die Anhänger des Bön. Einer kleinen Religion, die als Staatsreligion im früheren Tibet galt, sind in diesem Fall die Geisterfahrer des Pilgerns, was aber nicht weniger legitim ist und trotzdem geschätzt wird. Der Weg um den Kailash ist aber vor allem heute dank der Infrastruktur nicht mehr sehr komplex. Es geht meist durch höchst karge Landschaften mit wenig Vegetation, teilweise durch felsige Regionen und teilweise durch kleine Schneefelder. Aber alles in allem würde man es in weiten Teilen der Welt als mittelschwere Wanderung abstempeln. Doch warum geht es eigentlich die ganze Zeit nur um die Umrundung des Berges? Um die Lage, die Religion, die Höhe? Was ist mit den Besteigungen? Mit dem Alpinismus am Mount Kailash? Naja, der Mount Kailash könnte einer von vielen 6000ern auf diesem Planeten sein. Der Kailash wurde aber natürlich nicht zufällig zum Berg Meru ernannt. Die Gründe dafür sind vielfältig und zwei davon sind sehr offensichtlich. Zum einen ist es seine bereits angesprochene Form. Er thront förmlich über dem tibetischen Hochland. Zum anderen sind es seine Flüsse. Denn im Gangdi-See-Gebirge, der Heimat des Kailash, entspringen der Indus, der Brahmaputra, der Satlui und der Kanali. Alle vier sind entscheidend für die Wasserversorgung des indischen Subkontinents, womit das Gangdi-See-Gebirge und der Kailash maßgeblich für das Leben in dieser Region verantwortlich sind. Der Stellenwert der Flüsse und damit des höchsten Berges des Gangdi-See-Gebirges erklärt damit auch sehr gut die religiöse Relevanz. Und trotz all seiner Relevanz bleibt ein spannender Fakt übrig. Bis heute wurde der Kailash kein einziges Mal bestiegen. Womit wir zu unserem eingangs erwähnten Thema kommen. Der wichtigste Berg der Welt, aber vollkommen unbekannt. Unbekannt nämlich vor allem der Berg selber. Noch nie in der dokumentierten Geschichte stand ein Mensch auf oder auch nur in der Nähe des Gipfels. Denn das Betreten des Kailashs ist strengstens verboten und die Konsequenzen einer unerlaubten Besteigung sind nicht ansatzweise auszumalen. Denn die Permits für diesen Berg beschränkten sich bisher auf tatsächlich eine einzige Ausnahme,
nämlich Reinhold Messner. Reinhold Messner gelang es von der Regierung in Tibet, für die Region um den Kailash 1985 eine Genehmigung zum Besteigen der Berge zu erhalten. Wieso diese Genehmigung überhaupt erteilt wurde, das ist nicht ganz klar begründet. Fakt ist aber, Reinhold Messner hat seine Genehmigung tatsächlich nie eingelöst. Vermutlich auch deshalb, weil ihn die Gläubigen wohl unter die Erde gebracht hätten, wenn er es getan hätte. Denn die Ernsthaftigkeit des Besteigungsverbots wird vor allem dadurch deutlich, dass es bis heute keine einzige Genehmigung für die Besteigung gegeben hat. Theoretisch wäre es natürlich möglich, dass sich jemand ohne Genehmigung auf den Berg geschlichen hat. Doch die Chancen dafür sind äußerst gering, da jene Person dann niemals in der Öffentlichkeit sagen könnte, den Kailash bestiegen zu haben. Denn mit dem Nachweis einer Besteigung des Mount Kailash wäre das Bild mehrerer riesiger Religionen zerstört und ein neuer Staatsfeind Nummer 1 wäre erschaffen. Somit lässt sich nun auch 1 und 1 zusammenfügen, wenn wir uns die Frage stellen, wieso ist der Mount Kailash eigentlich bis heute unbestiegen? Es liegt schlichtweg an religiösen Einstellungen und den Glaubensrichtungen der dort ansässigen Bevölkerung. Eine Umrundung des Kailash ist eine nicht gerade unbeliebte Tour bei Touristen und auch die Infrastruktur wird von Jahr zu Jahr besser. Mittlerweile gibt es in der Region sogar befestigte Straßen und ja, das heißt dort wirklich was. Denn der Kailash steht tatsächlich mitten im Nirgendwo. Womit aber eigentlich eine viel, viel spannendere Frage aufgeworfen wird. Wer hat eigentlich die Hoheit über das Recht in den Bergen? Gibt es so etwas wie ein Hausrecht, wenn es um Berge innerhalb der Landesgrenzen geht? Denn der Berg per se weiß nichts davon, dass er und in welchem Land er steht. Dem Berg ist es auch vollkommen egal, ob er bestiegen wird oder nicht. Es gibt wissenschaftlich betrachtet auch keine Götter auf dem Kailash, auch nicht wohnhaft. Kein Gott hat da oben eine Meldebescheinigung. Und trotzdem darf ihn niemand betreten. Der Berg wurde von mehreren asiatischen Religionen für heilig erklärt, womit er jedem, egal ob religiös oder nicht, verwehrt bleibt. Und diese Tatsache macht den Kailash eigentlich erst so richtig spannend. Denn das System hinter dem Kailash wurde für andere Berge genauso übernommen. Zum Beispiel den Macha Puchare. 1964 wurde dieser Berg vom nepalesischen König ebenfalls mit einem Besteigungsverbot belegt, da auch er heilig ist. Und trotzdem muss man sagen, kulturell ist der Umgang mit dem Kailash nicht unbegründet. Und letztlich sind wir westlichen Bergsteiger dort lediglich zu Gast. Ob uns Vorschriften und Vorstellungen gefallen oder nicht, das ist vollkommen unerheblich. Es zählen einzig und allein die Werte der Menschen, die dort leben und ebenso das dort geltende Recht. Der Kailash ist heilig. Der Kailash ist für Milliarden Menschen der wichtigste Berg der Welt. Und Milliarden von Menschen bitten den Rest der Welt um nur einen einzigen Gefallen, dass wir diesen Berg niemals betreten. Und im Zuge der Überlegung, dass es über 2000 Sechstausender allein im Himalaya und den Ausläufern gibt, sollten wir uns wirklich eine Frage stellen. Ist es eigentlich der Kailash, der eine Besteigung so spannend und attraktiv für führende Alpinisten macht? Oder ist es einfach nur die Tatsache, dass es einer der wenigen Sechstausender ist, die nicht bestiegen werden können, sondern schlichtweg nicht bestiegen werden dürfen? Denn viele Alpinisten haben trotz des Verbots um Genehmigungen angesucht, wurden aber bisher immer abgelehnt. Und vielleicht ist es am Ende des Tages auch gar nicht falsch, dass es Ecken auf diesem Planeten gibt, die noch kein Mensch zuvor zu Gesicht bekommen hat. Es hat etwas Mystisches, etwas Aufregendes und gleichzeitig lädt es zum Träumen ein. Andererseits ist es auch paradox. Wo wir zwar keine Idee vom tatsächlichen Gipfelaufbau und dem Aussehen am Gipfel selber haben, aber uns Google eigentlich schon sehr vieles dank Satelliten verrät. Der Kailash bleibt damit am Ende des Tages ein mysteriöser Berg und einer der wenigen Berge, die sich vor allem durch die Tatsache auszeichnen, dass sie eben keine Besteigungsgeschichte haben. Und letztlich bleibt er trotzdem ein wunderschöner Berg. Wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Projekt Alpen Academy im Rahmen eines kleinen Kaffees unterstützen würdet. Alle Infos dazu findet ihr natürlich hier eingeblendet. Natürlich freut es mich auch sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg heil!